Aber was ist, wenn die Leute sagen, hey, der Hintern, den kenne ich doch, das ist die Alte von Femen. Also ich meine, das kann ja auch passieren. Nein, normalerweise sagen sie, hey, den fetten Hintern kenne ich doch. Der passt doch gar nicht zu Femen. Hey, den fetten Hintern kenne ich doch. Passiert dir das? Schreien die Leute hinter dir, hey, nein, den fetten Hintern, den kenne ich doch. Sana, du geiles Sahne-Stückchen. Nein, das ist mir zum Glück noch nicht passiert, aber das war am Anfang gerade so, wo es mit, wo wir Femen gegründet haben. Und da habe ich auch einfach noch ein bisschen mehr gewogen. Dann kam echt bitterböse Beleidigung. Ich sollte mich doch, wenn überhaupt, nur im Hintergrund halten. Ich wäre viel zu fett für diese Protestbewegung. Sind das nur Typen oder sind das auch Frauen? Auch Frauen, das ist... Von allen Richtungen und du denkst, ey Leute, seid ihr eigentlich bescheuert. Ich hab Kleidergröße 38 gehabt und das ist so, so sind Frauen. Und dass der Busen ein bisschen hängt und dass der Speck über der Hose herausguckt, wenn man isst, dann ist das halt so. Nichtsdestotrotz ist es so, wir haben eingangs über Schönheit gesprochen und du hast jetzt gesagt, dass du ursprünglich mal mehr gewogen hast. Das heißt, du hast abgenommen für die Aktion? Nein, nicht für die Aktion. Das ist einfach mit Arbeit und viel Stress verbunden. Immer wenn du das zweite Grübchen kriegst, lachst du. Und das ist ja so ein Verlegenheitslächeln, weil du selber dich dabei ertappt fühlst, wie du gerade lügst. Ist das so? Stimmt's? Nein, ich lüge nicht. Also ich hatte verdammt viel Stress letztes Jahr, seit ich mit Femen aktiv bin. Ich war ja bin politisch ja nebenher noch bei der CDU aktiv. Dann arbeite ich ja auch. Und es ist einfach viel, was man tut. Und was bist du eigentlich? Also ich habe versucht, das so mit hier noch ein Büro und da und Steuer und Anwalts und bla und ich habe insgesamt 3 Ausbildungen, habe nebenher noch ein bisschen Jura studiert, das hat mich so abgefuckt. Dann habe ich auch Politikwissenschaften, Verwaltungswissenschaften und Soziologie neben dem Beruf, neben Vollzeitjob noch umgeschwenkt. Aber das habe ich dann letztes Jahr, wo ich mein Leben neu strukturieren musste, erstmal auf Eis gelegt. Warum musstest du dein Leben neu strukturieren? Weil ich mich wieder mal befreit habe. Ich musste mich mal aus einer langen Beziehung befreien, die mir nicht gut getan hat. Und das war dann auch nochmal so der erste Schritt. Nochmal in ein neues Leben. Alles cut. Du hast dich vom Bankkaufmann getrennt. Entschuldigung. Vertriebsleiter einer Bank. Ja. Tut mir sehr leid, junger Mann. Jetzt meine Nein, von einem Banker. Das ist so. Ja, natürlich. Wir waren aber auch verdammt lang zusammen. Dann ist es okay. Wenn ihr verdammt lang zusammen wart, ist es doch okay. Was ist denn verdammt lang? Nein, Quatsch. Fast 12 Jahre. Fast 12 Jahre geht's noch! Ja, ekelhaft, oder? Hab ich doch gesagt. Kannst du das verstehen? Weswegen? Weswegen? Ja. Echt, 12 Jahre. Weißt du, was ich 12 Jahre lang verpasst hab? Nein, keine Ahnung, weil ich hab nie 12 Jahre irgendwas verpasst. Ich weiß, wer bist du? Du bist bei der CDU. Ich will mal sagen, du bist bei der CSU, weil ich es, glaube ich, noch lustiger finde. Oh, das wäre richtig krass gewesen. Das wäre richtig krass. Bei der CDU. Gibt es. Warst du schon bei der CDU, bevor du angefangen hast? Ah, okay. Wann hast du nur angefangen, dich zu politisieren? Politik hat in meinem Leben oder generell so der Kampf irgendwie um Menschenrechte oder sowas verfolgt mich eigentlich mein ganzes Leben lang. Ich war schon als Kind sehr schwierig, was sowas angeht. Mir ist immer alles aufgefallen und ich habe immer schon rebelliert. Ich muss mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar ist es so, Femen, der Protest von Femen an sich, den gab es ja immer schon. Aber erst in dem Moment, wo die blank gezogen haben, bekam es die Aufmerksamkeit. Genauso ist es bei dir auch. Erst in dem Moment, wo du quasi sagst, ich sage etwas, also du hast dich ja immer schon für irgendwas eingesetzt, aber in dem Moment, wo du blank gezogen hast dafür, ab dem Moment stößt es an. Also es hat eine Öffentlichkeit und plötzlich gibt es Leute, die sich daran stoßen. Warum stößt man sich an Nacktheit heutzutage? Nein, es geht um die Form dieser Nacktheit. Die Gesellschaft will uns Frauen, will natürlich nur schöne Frauen sehen, in einer gewissen devoten, hochsexualisierten Art und Weise immer. Aber die bekommt es bei uns nicht. Aber das benutzt ihr ja auch. Also man sieht ja, aber in du siehst bei uns keine hochsexualisierten Bilder. Wir benutzen natürlich, wir versuchen aber auch dieses Bild von der Frau in der Öffentlichkeit. Aber auch keine Frau über 70 bei euch, die sich Sachen Ja, weil die Frauen sich nicht trauen. Ey, wenn ich doch sogar schon beleidigt werde mit 30 Jahren, weil mein Busen zu tief hängt oder weil ich Kleidergröße 38 habe, wie soll sich eine Frau trauen, so zu protestieren, die sich nicht 100% in ihrem Körper wohlfühlt? Naja, du wirst ja hoffentlich irgendwann auch über 70 sein. Und es gibt bestimmt die eine oder andere, die mal so war wie du, die auch schon über 70 ist. Ihr habt da keinen Aufnahmestopp? Nein, kein Aufnahmestopp. Wir sind für jede Frau dankbar, die sich engagieren möchte. Seid ihr auch für Männer dankbar, die sich bei euch engagieren möchten? Wir haben Männer, die uns auch helfen. An vorderster Front, diese Protestform, an vorderster Front würde mit Männern ja gar nicht so anstoßen. Also man kann auch Sachen auf seinen Penis schreiben, wo ist denn das Problem? Ja, aber es wäre nicht so anstößend. Es würde nicht diese Aggressivität auslösen, die nackte Frauenbrüste, die nackte Frauen, die nicht in dieses Weibchenbild reinpassen, auslösen. Anna, ganz kurz,
Du glaubst auch, dass wenn ich mir was ausziehen? Eigentlich nicht, aber du glaubst... Ja, also wir können es mal probieren, mach mal. Aber von meinen Zuschauern, da sind bestimmt die einen oder anderen, die da total Bock Meinst haben. Du? Hm? Ja, mach mal. Ja. Die ganzen Herren freuen sich bestimmt. Also, aber jetzt mal ernsthaft, wenn es doch Leute gibt, die, also wenn es Männer geben würde, die durch Nacktheit genauso auf diese Sachen hinweisen würden, dann hättet ihr kein Problem. Ja, dann nimm mal her damit, mein Gott. Gut, dann möchte ich hiermit dazu aufrufen, dass alle Nudisten, die meinem Format gucken und... Glaubst du, dass wir Nudisten sind? Glaubst du, dass wir uns Nein, aber ich weiß, dass bei mir überwiegend Nudisten zugucken. dass alle Leute, also Jungs, gerade Jungs, wenn ihr kein Problem habt, damit euch auszuziehen und wenn ihr es gut findet, für diese Sache zu protestieren, dann würde ich euch damit jetzt einfach aufrufen, sich dort... Aber dann solltet ihr es auch verstehen, was es zu bedeuten Nein. hat. Nein! Nein? Seid ihr Männer wirklich so leicht gestrickt? Ja. Ist das nicht traurig? Das weißt du doch. Das hast du doch im Vorfeld gesagt. Ist das nicht traurig? Was ist traurig? Ist das nicht traurig? Ja, aber warum? Dass ihr so einfach gestrickt seid? Ihr Frauen seid doch auch leicht gestrickt. Ja, wie denn? Naja, leicht. Ja, wie leicht? Also so zwei Maschen links, zwei Maschen rechts. Also wie man halt so leicht strickt. Sehr leicht. Merino-Wollen leicht. Okay, jetzt erklär mir das bitte. Wie würdest du mich ins Bett kriegen, wenn wir als Frauen so leicht gestrickt? Das ist aber ein Themensprung, der jetzt Nein, aber das ist leicht gestrickt. Ja, aber Moment, leicht gestrickt und jemanden ins Bett kriegen... Nein, aber das ist ja eine Form von leicht gestrickt. Na, ich glaube einfach, dass es nicht... Also es gibt keine wirkliche, tatsächliche Differenzierung zwischen Männern und Frauen. Ich glaube, Männer und Frauen sind genau gleich kompliziert und genau leicht gestrickt. Sie haben genau die gleichen Ängste, nur aufgrund einer gesellschaftlichen Irrelevanz hat sich geschichtlich ein Muster für den einen und ein Muster für den anderen eingespielt und Leute versuchen heutzutage, dieses Muster entsprechend zu erfüllen. Vorwürfe kommen ewig. Sie auch gerade seit Fem betet sie täglich zu Allah, dass ich mit dem Scheiß aufhöre und endlich mal vernünftig werde. Funktioniert immer noch nicht.